Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Schlacht bei Napoleon Total War, nämlich zu einer Revanche. Wir hatten schon mal in der letzten Schlacht gegeneinander gespielt und jetzt ist er auch wieder da, der Joshua Gaming. Grüß dich. Hallo. Und dieses Mal haben wir, ähnlich wie zuvor, dass der Napoleon einen Versorgungszug seiner Feinde aufhalten will, nur mit Kavallerie. Doch dieses Mal sind es starke britische Truppen, die ihm entgegenstehen. Britische Elite kommt. Ja, die britische Elite kommt. Das könnte wirklich nach hinten losgehen für Napoleon. Aber natürlich, die Regel gilt immer noch, kein Karree. Genau. Aber die können halt richtig reinschießen. Das haben wir bei der letzten Schlacht schon gesehen. Das ist immer eine ganz knappe Sache. Wenn dann die Hälfte der Kavallerie einmal tot ist, dann kommt es immer so auf die Moral echt an. Ja, und halt auch den Nahkampf auch, was meiner Ja. so gerissen bekommen. So, wir können wieder auf zweifache Geschwindigkeit, oder? Ja, ich denke schon. Mal sehen, ob du wieder die gleiche Taktik fährst in diesem Umkreisen. Schauen wir mal. Irgendwie geht's jetzt nicht so schnell und beim letzten Mal ging's dann plötzlich richtig, richtig schnell. Ja, das ist manchmal stoppt das. Ja. Aber diesmal achte ich Und drauf, dass diesmal habe wir. ich auch den Duke of Wellington, den Oh! Star-General. Ja. Der liebe Herr Wellington, den kennen ja einige Der Napoleon bei Geschichtsinteressierte. Waterloo geschlagen hat, ne? Natürlich, ja. Deswegen ist das jetzt hier nochmal eine besondere Schlacht. So, wer ist denn das von denen? Ganz rechts oder in der Mitte? Weil Napoleon Martin erkennt man was? sofort irgendwie, aber diese. Ah, nee, ich habe ihn. Der hat einen besonderen Bei dem, Hut. ja, der ist. Das genau in der Mitte mit Ja. dieser Ja. Genau. ganzen Bändern und den Medaillen. Ja, sieht schon cool aus. Ja. Napoleon kommt dann dagegen mit so einer alten Schlupperjacke an, wie das aussieht. Ja, er ist halt. Okay, jetzt gehen wir mal bitte wieder auf normal, weil sonst kann man die Einheit nicht richtig steuern. Das laggt sonst zu sehr. So. Willst du vielleicht mal gleich einen Frontalangriff machen? Na, ich überlege noch gerade, was ich am besten machen möchte. Ja, ich habe auch eine neue Idee, was ich mal probieren könnte, aber ich weiß nicht, ob das klappt. Das könnte einfach verheerend werden oder auch nicht. Boah, es könnte klappen, wenn das wirklich aufgeht. Oh, du willst Keilformation. Interessant. Sehr interessant. So, sind alle auch schnell? Ich hoffe. Ich hoffe doch. Da kommt die riesige Kavalleriefront angerannt. Ja, aber und in Keilformation. Ich hoffe, dass ich dadurch nicht so viele Einheiten verliere wie beim letzten Mal durch die Schüsse. Also wir schauen gleich mal links hin. Da werden die ersten sterben. Polnische Gardelanzenreiter. Oh. Vorwärts, Männer, auf in den. Ja, auf in den Baum, genau. Einmal Los, schön. Garde-Infanterie. Einmal, oh, das leckt gerade ziemlich. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, 17, sind nur noch 17 übrig. Wow, du hast es echt gut geschafft. Die jetzt. Aber. Doch, ich komme noch durch. Ich komme noch durch hier, okay. Oh, jawohl. Jawohl. Also, ich reite hier richtig gut durch mit der Keilformation, muss ich sagen. So, jetzt muss ich aufpassen. Wo sind denn meine Gardenlanzenreiter alle? Ach, das waren die hier, okay. Die muss ich nochmal rausziehen. Ah, die fliehen leider schon. Diese Feiglinge. Unsere Männer fliehen, Sir. Ja. Ich weiß. Los, stürmt die Kavallerie. Ja, jetzt hast du diesen klaren Vorteil von einer Einheit mehr. So.
So. Ja, du hast jetzt auch nochmal upgegradet. Oh, jetzt schießt du natürlich gut rein. Der Dragoner der Kaiser im Laufen weg. Ah, die tun überall echt gut kämpfen, muss ich sagen. Ja, es ist schon eine härtere Nummer als die Preußen. Das ist diesmal sehr spannend. Ah, das ist echt knappe Sache. Echt eine richtig knappe Sache. Ich kann gerade echt nicht sagen, aber es sieht eher besser für dich aus, glaube ich. Garde-Infanterie flieht die erste Einheit, aber da kam auch den General dann gleich dazu. Das sieht jetzt gut für dich aus, glaube ich, ja. Na, ich weiß nicht. Die ganze Einheit ist tot, Sir. Ja, die ganze Einheit ist tot, cool. Oh ne. Wo kommt die Karabinerschützen hinterher? So, einmal drauf. Die linke Flanke wirst du gewinnen. Und ich glaube, ich die rechte, oder? Ja. Das ist gerade schlecht. So, was haben denn deine für eine Moral? Die haben 5 Mann und laufen nicht weg. Das ist Napoleon. Ja, verdammt, jetzt fliehen sie. Los, schießt die eine in den Weg. Ah, wir haben jetzt leider, du hast leider halt noch den Vorteil, du hast noch irgendwie besser, mehr. Ich glaube trotzdem, dass ich das noch verliere. Ich wäre mir nicht so sicher, wenn du siehst, was ich hier noch übrig habe, ich glaube schon, dass du das gewinnst. Ich habe nur noch 3 Einheiten. Ich habe auch nur noch, na, ich habe noch 4. Aber schau mal, meine Einheit hast du jetzt zum Fliehen bewegt, jetzt kommen die andere, die reinreitet. Gegen deine Garde-Infanterie. Aber sie konnte irgendwie nicht richtig durchrennen. Du machst das ganz gut. Jetzt kommt dein General halt richtig gut rein. So, wie sieht's denn hier rechts aus? Wir haben gewonnen. Verdammt, schnell. Los. Hinterher. Angriff. Scheiße. Jawohl. So, und jetzt mit voller Mannstärke drauf. Die sind schon besser hier geworden. Die Grenadier Archeval. Oh, das wird eine ganz knappe Sache. Aber ich glaube jetzt auch an den Sieg. Schneller! Vorwärts, Männer! Für Glanz und Glorie! Für Frankreich! Für eine spannende Schlacht! Für die Zuschauer! Wie viel hast du hier noch? 31, okay. Ja. Außer du schlägst jetzt die in die Flucht, weil es sind halt nicht mehr viele. Es sind viele ganz kleine, schwache Einheiten. Und schau mal hier. 8 Reiter, die hier noch kamen. Scheiße. Wir haben den General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. Motiviere hier noch. Okay, das war's jetzt. Komm, motivieren bitte, Napoleon. Und nochmal reinreiten. Napoleon reitet nochmal selbst rein mit seinem Anzug, den du so beschimpft hast. Ja, jetzt werden wir sehen. Der Sieg ist unser. Frankreich hat gewonnen. Ich glaube, die Kavallerie ist ohne Kavallerie einfach zu stark. Ah, entscheidender Sieg. Das haben wir jetzt aber auf jeden Fall mal ausgetestet. Fand's sehr interessant. Aber schau mal, wie viel ich jetzt verloren habe. Von 423 Aufgestellten habe ich 354 verloren. Wenn du das war schon knapper gewesen. Ja, wenn du das mal aber auf den Krieg siehst, ich habe ja richtig starke Garde-Einheiten gehabt. Ich weiß, du auch, aber langfristig hätte ich jetzt dann mit den 354 Verlusten trotzdem, glaube ich, ein bisschen mehr verloren gehabt, weil die ganzen Pferde muss man rechnen, dann die starken Truppen, die Männer noch drauf. Aber gut, du hattest halt auch Garde. Das ist halt ja, auch gut, ja. Das gleicht sich aus. Stimmt, mit der Garde gleicht sich das alles wieder auf. War auf jeden Fall trotzdem ein schönes Match. War echt mal interessant, das auszuprobieren. Das wollte ich schon lange mal machen. Einfach nur Kavallerie gegen nur Infanterie. War auf jeden Fall mal schön und ich hoffe, hoffentlich auch für die Zuschauer schön anzusehen, diese Revanche, die doch richtig spannend und knapp war. Und ja, schreibt das gerne auch in die Kommentare, wie ihr es fandet. Schaut auch gerne bei Joshua Gaming auf seinem Kanal vorbei. Und lasst doch gerne, wenn es euch gefallen hat, ein Like da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, auch gerne ein Abo. Gut, und dann bedanke ich mich bei Joshua Gaming, dass er jetzt hier wieder mal mit mir eine Schlacht geschlagen hat.
Gerne. Bei den normalen Schlachten verliere ich ja normalerweise gegen ihn. Gut, aber ihr könnt euch sicherlich auch noch in Zukunft auf weitere Napoleon-Schlachten freuen. Also, bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar. Tschüss.